Mehr als $1 Billion, also mehr als 1000 Milliarden Dollar müssen die Amerikaner für ihre Schulden an Zinsen bezahlen jährlich. Das entspricht dann etwa knapp ein Drittel der deutschen Wirtschaftsleistung in einem gesamten Jahr, sodass diese Schuldenlast, diese Zinslast für die Amerikaner inzwischen ein größerer Haushaltsposten ist als die gesamte Verteidigung des Landes. Und die haben ja ein Riesenbudget, die Amerikaner, in Sachen Militär, das wissen wir alle. Und eigentlich müsste in dieser Situation ja die langsam die Zinsen senken, denn die Schulden, die steigen ja immer weiter, sodass die Schuldenlast eben nicht geringer, sondern noch größer wird. Aber es ist wohl kaum möglich für die Fed jetzt die Zinsen zu senken, wie die Märkte erwartet haben, denn die neuesten Konjunkturdaten zeigen alle, hups, wir haben ein Problem. Zwar ist es gut, dass die Wirtschaft stark ist, starke Arbeitsmarktdaten am Freitag, heute ein ISM-Index-Service, der vor allem, was die Preise betrifft, extrem nach oben gedriftet ist. Was also tun? Eigentlich die Notwendigkeit, die Zinsen zu senken. Auf der anderen Seite kann man es nicht tun, weil dann die Inflation wieder nach oben schießt. Das ist die Falle, in der Jerome Powell und seine Kollegen von der Fed derzeit sitzen. Schauen wir uns das Geschehen mal an. In diesem CBS-Interview hatte Powell ja schon gesagt, naja, die Gefahr, zu früh hier zu agieren, sei zu groß. Und der März ist eher unwahrscheinlich, hat im Grunde das wiederholt, was er schon am letzten Mittwoch bei der Fed-Pressekonferenz gesagt hat. Die Analysten reagieren drauf. Goldman Sachs sagt, ja, die erste Zinssenkung wohl erst Mitte des Jahres. Das klingt dann schon eher nach Juni, was die Goldmänner hier avisieren. Und dann kam heute noch der Schlag obendrauf. ISM-Dienstleistung besser, aber schauen Sie vor allem mal die Prices Paid an mit 64,0, weit, weit über der Erwartung. Alles über 50 heißt, wächst, steigt also weiter. Und 64 ist der größte Anstieg seit 11 Jahren innerhalb oder zum Vormonat. Wir sehen also, dass offenkundig hier der Preisdruck, der ohnehin im Dienstleistungssektor ja beheimatet ist, dass der hier wieder zunimmt. Und das macht es natürlich sehr schwer für die Fed zu agieren, zumal eben diese Prices Paid ein Vorlaufindikator sind beim ISM-Dienstleistung für die Inflationsentwicklung in den USA, hier verglichen mit der PCE. Core Services. Also man könnte erwarten, dass hier da diese Preisdimensionen, diese Preisdynamik, die wir schon bei den Arbeitsmarktdaten am Freitag gesehen hatten, als die Löhne viel stärker gestiegen waren als erwartet, dass das sich jetzt fortsetzen wird in den Inflationsdaten und die Märkte reagieren. Wir sehen hier die zweijährige US-Staatsanleihe, die mit am stärksten auf das reagiert, was an Fed-Politik zu erwarten ist, ist saftig nach oben gegangen von noch am 1.2. so 4,14, 4,15 auf jetzt 4,46%. Das ist schon ein richtiger Schnaps am Anleihemarkt. Das passiert nicht allzu oft. Wir sehen die 10-jährige US-Anleiherendite heute auch wieder über 13 Punkte im Plus, 13 Basispunkte im Plus mit 4,16%. Jetzt sagen die Märkte, respektive die Swaps, die das einpreisen. Okay, wir werden vielleicht nur 4 Zinssenkungen haben. Die Fed hat ja in ihren Dotplots gesagt, ja, es könnten 3 werden. Hier vor kurzem waren wir noch, nämlich einen Monat zurück, waren wir noch bei mindestens 6 Zinssenkungen. Da hat man erwartet, dass mit März beginnend die Fed jeden Monat oder bei jeder Sitzung genauer gesagt die Zinsen senken wird. Jetzt also nur noch 4 Zinssenkungen. Das ging also relativ schnell und ein Argument für weniger Zinssenkungen hat heute auch Neil Kashkari gebracht, der Andrew Agassi für das Prekariat, der Chef der Minnesota Fed, der hier nochmal klar gemacht hat, okay, scheint ja so zu sein, dass die neutrale Rate vielleicht doch ein bisschen höher ist. Neutrale Rate ist der Zinssatz, der weder die Wirtschaft abkühlt, noch sie stimuliert, also der genau richtige Zinssatz, den man gar nicht messen kann, der aber sozusagen angenommen wird, eine theoretische Annahme. Und so sieht es aus, sagt der Kashkari, dass diese hohen Zinsen, die wir derzeit haben, die Wirtschaft nicht dämpfen. Also müssen wir wahrscheinlich die neutrale Rate höher annehmen als bisher. Und das ist ein weiteres Argument für die Fed zu sagen, wir können jetzt nicht wirklich mit den Zinsen nach unten gehen. Und das ist für die Märkte ja zentral, denn die Rallye basiert
zu einem guten Teil darauf, dass man davon ausgeht, Geld wird wieder billiger, weil die Zinsen sinken. Derzeit passiert das nicht, also wird jetzt sehr, sehr wichtig, was nächste Woche, nämlich kommenden Dienstag, nicht der morgige, sondern der Dienstag in einer Woche, da werden wir die Inflationsdaten aus dem Januar bekommen. Zuletzt ja auch die Daten aus dem Dezember, die im Januar veröffentlicht wurden, mit 3,4% über den Erwartungen. Also das wird kritisch, das wird sehr stark zu beachten sein, ob dann in der nächsten Woche sich diese Dinge, die wir jetzt in den Daten sehen, dann auch praktisch in der offiziellen Inflationsrate bemessen. Dann sehen wir hier zum Beispiel bei CNBC ein Interview, wo ein Analyst sagt, also das ist jetzt sehr gefährlich für die Aktienmärkte, denn wir sehen, dass der Preisdruck enorm ist und viele ja gesagt haben, okay, diese Rallye findet statt, weil eben die Zinsen bald deutlich nach unten gehen und die Fed macht ja diese Hoffnung durchaus, auch Jerome Powell, ja, der Peak der Zinsen ist erreicht und die Zinsen werden irgendwann sinken, aber wann, wissen wir halt noch nicht genau. Aber dennoch, das ist sozusagen das, was hier das Kernproblem ist, denke ich, dieser Rallye, die wir an den Aktienmärkten gesehen haben. Hier sehen wir nochmal die März, Mai und Juni Zinserwartungen, die jetzt ziemlich deutlich nach unten kommen. Diese Grafik war vor den heutigen ISM-Daten, die ja heute um 16 Uhr gekommen sind. Also, wie geht das Ganze hier weiter? Zumal eben hier diese Grafik rechts genau das zeigt, was ich angesprochen habe. Wir sehen, wie die Zinsbelastung durch die Decke schießt für die Amerikaner, für den amerikanischen Staatshaushalt über eine Billion Dollar. Tendenz, wie gesagt, weiter steigend, weil die Biden-Administration ja weiter Schulden macht, die bedient werden müssen, die verzinst werden müssen. Und Paul hatte in diesem CBS-Interview am Sonntag gesagt, ja, das ist eigentlich langfristig nicht tragbar, was hier fiskalisch passiert. Also diese immense Verschuldung ist nicht tragbar und eigentlich ja müsste er die Zinsen aber senken. Kann er so aber wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, und das ist das Widersprüchliche derzeit, das widersprüchliche Bild, haben wir heute wieder Snap plant die Entlassung von 10% seiner Belegschaft. Wir haben jetzt ja aus den letzten Tagen oder in den letzten Tagen von so vielen Unternehmen gehört, dass man Stellen streichen wird. Wann kommt das wirklich in den Arbeitsmarktdaten an? Zuletzt ja offenkundig nicht. Und wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, sehen wir sehr viel Rot, ein wenig Grün, aber dieses Grüne wie Nvidia oder Eli Lilly, das hält die Märkte oder auch Apple, das hält die Märkte irgendwie über Wasser. Wir sehen heute leichtes Minus bisher, war zwischenzeitlich schon ein Erschrecken nach dem ISM-Index, dann aber wieder die Erholung. Big Tech rettet das Ganze wieder offenkundig, vor allem eben Nvidia nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs, die sagen, also Kursziel 800 Dollar für Nvidia und die Aktie wieder über 4% im Plus. Die Schaufelverkäufer machen sich reich, während die, die nach Gold buddeln, in der Hoffnung mit KI Geld zu verdienen, bisher kein Geld verdienen. Mal sehen, wie das weitergeht. Und so haben wir die Situation, dass die größten 10 Aktien eine noch nie dagewesene Gewichtung haben im S&P 500, jetzt mit knapp 31%. Und dieser Vergleich hier, den wir sehen, das ist Nvidia und Cisco im Jahr 2000. Falls Sie da Ähnlichkeiten entdecken, sind die rein zufällig und überhaupt nicht beabsichtigt. Nvidia wird natürlich in 10 Jahren nochmal zehnfach stehen im Aktienkurs. Aber es gibt natürlich auch ein Argument für diese Magnificent Seven, oder lassen wir Tesla mal weg und vielleicht Apple Magnificent Five. Dann sehen wir hier mal die Returns ohne die Magnificent Seven. Da ist nicht viel passiert in den letzten Jahren beim S&P 500, also wenn man so will, beim breiten amerikanischen Aktienmarkt. Also es sind diese Werte, die das Ganze nach oben treiben, aber aus dem Club ausgeschieden ist immer mehr Tesla, heute wieder stark unter Druck. Könnte jetzt der tiefste Tageskurs, Schlusskurs sein seit Mai 2023. Wir sind jetzt seit Jahresbeginn 27% gefallen, 56% seit dem Allzeithoch. Und auch heute wieder Tesla, einer der schwächsten Performer im S&P 500. Jetzt hat SAP, der deutsche Tech-Konzern, entschieden, okay, wir streichen mal Tesla aus unserer Fahrzeugflotte, weil die erstens unpünktlich liefern und zweitens, weil die Preise so stark fluktuieren. Mit anderen Worten, weil Tesla die Preise ständig senken muss, weil die Gebrauchtwagenpreise für Teslas
ungespitzt in den Boden rammen. Also da ist derzeit nicht gerade eine tolle Zeit, was Elon Musk und Tesla betrifft. Und jetzt gibt es sogar hier in amerikanischen Medien konkrete Rücktrittsforderungen. Du musst zurücktreten. Was ist wichtiger, Tesla oder Elon Musk? Elon Musk sieht sich ja auch mit Drogenvorwürfen konfrontiert. Das ist in Amerika wirklich ein Thema. Dass der Mann irgendwelche Substanzen nimmt, ist ja eigentlich bekannt, aber however, ein Drogentest ist negativ verlaufen. Hier sehen wir mal diese Magnificent Seven. Wir sehen Tesla rechts unten schon ganz deutlich rausgefallen aus diesem Aufwärtstrend. Auch Apple, die wir hier links oben sehen, ist nicht gerade so wirklich stark, auch wenn die Aktie heute nach oben gehen kann. Also die beiden Schwächlinge bei den Magnificent Seven, das sind Apple und Tesla. Kommen wir nach China, meine Damen und Herren. Hier ja wieder ein Aktienabsturz, dann allerdings eine Erholung, weil wahrscheinlich die Regierung eingegriffen hat. Aber wir sehen vor allem Nebenwerte sind massiv abgestürzt in China. Jetzt hat heute Nachmittag die Regierung bekannt gegeben, dass man einige Begrenzungen wieder einführen wird, also Short-Verbote. Man darf bestimmte Dinge nicht mehr tun. Man muss also jetzt schon Dinge verbieten, um den freien Fall der Aktienmärkte hier zu verbieten. Und wenn wir nach Deutschland kommen, da hatte die glorreiche Ampelkoalition jetzt eine Kraftwerkstrategie entworfen und sich darauf geeinigt für Gaskraftwerke, die dann auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden können sollen im Jahr 2023. Grüner Wasserstoff wird wahrscheinlich nie funktionieren, weil die Kosten extrem hoch sind, der Wirkungsgrad extrem gering ist. Es ist sehr aufwendig, diesen grünen Wasserstoff zu produzieren. Hier ein Unternehmer, der sagt, wir zahlen eine Abgabe für einen Umstieg auf etwas, worauf wir nicht umsteigen können, weil es gar nicht da ist. Das ist Paul Niederstein, ein Familienunternehmer, der so ein bisschen auf den Punkt bringt, was derzeit eben der Fall ist. Jetzt hat man gesagt, okay, wir einigen uns auf diese Kraftwerkstrategie, aber das wird extrem teuer. Warum? Weil jeder, der ein solches Kraftwerk baut, das nicht rentabel machen kann, weil diese Kraftwerke ja nur dann einspringen, wenn Wind und Solar nicht funktionieren. Also muss da wieder viel Steuergeld rein, wieder enorme Kosten rein. Das wird wieder die Energiekosten in Deutschland nach oben treiben. Das ist wirklich kaum zu fassen. Und jetzt hat der Robert Habeck auch heute gesagt, ja, die Unternehmenssteuern in Deutschland sind zu hoch und wir sehen das. Die anderen hatten höhere Steuern, haben die aber deutlich gesenkt. Deutschland hat jetzt derzeit von den Großen, etwa Frankreich, Niederlande, UK und USA, die höchsten Unternehmenssteuern. Aber wenn man die Unternehmenssteuern senkt, was ja durchaus sinnvoll wäre, dann hat man wieder ein Einnahmeproblem. Ein SPD-Mann hat ja kürzlich gesagt, wir haben schlichtweg kein Geld und jetzt, wo soll das Geld herkommen? Auf der einen Seite für die Energiewende braucht es Milliarden bis Billionen und auf der anderen Seite möchte man eigentlich die Unternehmenssteuern senken. Das passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Abschließend noch zwei Empfehlungen. Zinsen. Der FED-Mitglied nennt Grund, warum sie länger hoch bleiben. Hier nochmal die Argumentation von Kashkari, die neutrale Rate. Das ist etwas, was, glaube ich, viele nicht so auf dem Zeiger haben, was eine neutrale Rate eigentlich auch im Denken einer Notenbank bedeutet. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, nochmal die glorreiche Aufstufung von Nvidia auf $800. Nvidia wird ja, glaube ich, am 24. Februar oder so seine Zahlen bringen. Da bin ich mal gespannt, wie die ausfallen werden. Also diese beiden Empfehlungen und ich sage jetzt Servus und Ciao.